Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich nur ein kurzes Update geben zu dem, was alles hier gerade so passiert und wie es mir gerade hier so geht in der Jurte. Ja, und zwar ist es jetzt so, die Temperaturen und das Wetter, es hat sich jetzt doch schon ganz schön verändert. Es ist sehr herbstlich geworden und ja, mittlerweile schon so kalt geworden, auch was ich ja schon mal erwähnt hatte, wir hatten schon Bodenfrost, das heißt einige von meinen Pflanzen sind erfroren in meinem Garten und es war schon so kalt, dass ich auch meinen Ofen jetzt ab und zu mal angeheizt habe. Tatsächlich ist es so, dadurch, dass einfach meine Jurte so gut gedämmt ist, heize ich ein bis maximal zweimal am Tag den Ofen kurz an, lasse ihn dann sofort ausgehen und meine Bude ist super warm, also ich bin wirklich zufrieden. Also das funktioniert eigentlich ganz gut bisher. Jetzt ist es so, dass es auch immer mehr auch wieder so ein bisschen Stürme gibt. Das heißt, meine Werkstattjurte, die hat nur eine einfache Plane als Dach. Und da hatte ich heute schon richtig Angst, dass da mir doch mal so eine Windböe das Dach wegreißt. Und wenn das passieren würde, dann könnte es sozusagen im schlimmsten Fall passieren, dass die Planenreste vom Dach sich irgendwie in dem Gestänge quasi verheddern und dann die gesamte Struktur, also jedenfalls den Dachkranz mit den Dachlatten eben wegreißen. Das könnte dann Schaden nehmen. Ja, da hoffe ich natürlich, dass mir das nicht passieren wird, dass ich davon verschont bleibe. Ja, außerdem ist es so, dass durch die Kälte bei meinem Garten sich bei den Pflanzen einiges geändert hat. Und zwar der Mais, der ist, obwohl er noch nicht so wirklich reif geworden ist, wird jetzt schon mehlig und schmeckt demzufolge auch nicht wirklich. Ich weiß nicht genau, was das für ein Problem ist. Ich erinnere mich daran, dass das letztes Jahr ähnlich war. Ich frage mich halt jetzt, ob ich vielleicht den Mais zu spät gepflanzt habe, dass er quasi diese Kälte jetzt nicht ab kann. Ich weiß es nicht, also es ist ja immer so ein, es gibt immer nur so ein kurzes Erntefenster quasi, wo der wirklich erntereif und gut zum Verzehr dann geeignet ist. Und danach wird er eben so mehlig, dass es einfach nicht besonders lecker mehr ist. Ja, da bin ich so ein bisschen traurig. Ich werde jetzt aber trotzdem weiter den ernten und immer wieder testen, ob doch vielleicht da was so reif geworden ist, dass man es tatsächlich essen kann und halt noch nicht mehlig. Ja, außerdem die Physalis werden nicht mehr wirklich reif, also die bleiben relativ grün und werden nicht mehr so schön gelb, wie man sie eigentlich sich wünscht. Ja, so das ist so ein Problem. Außerdem ist es so, dass jetzt um meine Jurte herum hatte ich ja so einen Streifen angelegt, ich habe den ja Todesstreifen genannt, eben wo ich die Mäuse direkt erkennen kann, sodass sie ja da keinen Schutz finden können und eben nicht so schnell in die Dämmung eindringen können. Und heute war es doch tatsächlich da der Fall. Ich gehe um meine Jurte, ich überprüfe das jetzt immer täglich mehrfach. Und da war dann tatsächlich eine Maus am Gitter und wollte da irgendwie rein, hat es aber nicht geschafft. Und ich muss dazu sagen, ich habe sie dann kurz und schmerzlos von ihrem Leben erlöst, sage ich mal so. Ich bin da eigentlich auch nicht zimperlich, weil es gibt von den Viechern hier mehr als genug und wir haben leider dieses Jahr eine wirkliche Plage von Mäuse und Ratten. Und ich habe auch heute wieder in die Gänge wirklich viele, viele Liter, also bestimmt weit über 100 Liter Wasser reingegossen. Gießkannenweise immer in die Löcher und diese Gänge, die enden einfach nirgendwo. Es ist einfach, das muss ein riesengroßes Netzwerk sein unter meiner Jurte, weil ich gieße Wasser rein und das ist sofort weg, das Wasser, und es steht nicht mal irgendwie Wasser dann in dem Loch. Das heißt, auch nach weit über 100 Liter Wasser versickert das da irgendwo in den weiten der ganzen Gänge. Tja, also das, da bin ich mal gespannt, ob ich da noch weiter Probleme kriegen werde oder ob das jetzt damit
erstmal behoben ist, vorerst natürlich nur. Glücklicherweise haben die sich ja nicht durch meinen USB-Boden, durch meine Holzbodenplatten hier fressen können, die Mäuse und Ratten. Da bin ich erstmal froh. Aber langfristig gesehen ist es eben so, dass sie dann doch die Erde so doll auflockern und eben so richtig ja, absenken, dass eben einzelne Bretter, die hier meinen USB-Boden halten, ja, sich ein bisschen verschieben können nach unten. Und dann ist tatsächlich bis jetzt schon so ein Unterschied von, ich sag mal, 1 bis maximal 2 Zentimeter an manchen Stellen jetzt schon entstanden, wo der Boden so leicht absackt. Also ist einfach nur ein bisschen tiefer jetzt, ist auch noch nicht so schlimm. Passiert auch jetzt soweit erstmal nichts, aber ja, schön ist es auf Dauer natürlich nicht. Finde ich jetzt persönlich erstmal noch nicht so schlimm, weil wer weiß, wie lange ich mit meiner Jurte an dieser Stelle hier überhaupt stehen werde. An dem Punkt, wo ich die Jurte abbaue und woanders aufstelle, dann werde ich ja sehen, wie diese Gänge hier unter der Jurte eben verlaufen. Und da bin ich wirklich schon sehr gespannt drauf. Ich habe die Vermutung, dass der komplett unterhöhlt ist. Ja, aber es ist halt so. Muss man mit leben. Ja, ansonsten ist das Wetter, wie gesagt, so schlecht, dass ich jetzt schon Schwierigkeiten habe, draußen im Regen und Wind da irgendwie zu arbeiten. Das ist immer blöd. Also wenn ich da Holzarbeiten mache, Sachen zusäge und so, ist es doch sehr ungemütlich. Aber ja, das ist der Lauf der Dinge. Es wird halt Herbst und ja, das ist halt so. Das Schöne ist, ich mache jetzt auch fast täglich, gucke ich immer in meinen Garten, was noch so an Pflanzen jetzt, sage ich mal, so reif ist, was ich noch ernten kann, beziehungsweise wo ich schon Saatgut gewinnen kann, weil ich von den verschiedensten Pflanzen, wie ja schon mal erwähnt, eben mein Saatgut produziere für das nächste Jahr. Und da freue ich mich auch total, weil ich möchte dann im nächsten Frühjahr eine viel größere Fläche anlegen, wo ich ja, wesentlich mehr von den eigenen gezogenen Saatgutsachen eben, ja, eine große Anbaufläche eben mit bewirtschaften kann. Und mein Gedanke ist eigentlich der, dass ich große Silofolien, so Reststücke, die ich halt hier rumliegen habe, auslege und dann, wenn das mehrere Monate quasi auf dem Erdboden liegt, dann kann ich die Plane wegnehmen und kann dann direkt in die schöne aufgelockerte Erde, die von den Regenwürmern ganz toll fluffig locker ist, da kann ich dann direkt die Jungpflanzen eben einsetzen. Und ja, mein Wunsch ist eigentlich noch, dass ich mir dann auch im Frühjahr endlich das Gewächshaus baue, was ich eigentlich schon dieses Jahr machen wollte. Dazu ist mein Gedanke, dass ich so Armierungsstahlstangen vom Bau nehme, die da übrig waren, die dann in den Boden stecke, auf beiden Seiten noch Bretter daran anschraube, ja, und dann im Prinzip so ein Folientunnel im Prinzip mit Folie eben bespannen kann. Ja, und da dann meine ganzen Kulturen dann schon früh ja, heranziehen kann. Da bin ich auf jeden Fall schon richtig gespannt, ob das alles so wird. Das ist ja auch immer abhängig vom Wetter. Das mit dem Wind und Regen und naja, wie eben das Wetter dann im Frühjahr sein wird. Ja, da freue ich mich schon richtig drauf und bin schon richtig gespannt, wie das wird. Ja, das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich sag erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal und schaut auch gerne in meine anderen Videos rein. Bis dann, ciao.